Tastenkürzel wie Mausklicks, nur krasser. Mehr Tutorials zu Cakewalk, das stand bei euch an erster Stelle in meiner letzten Umfrage. Und dann nehmen wir doch gleich diesen Vorschlag hier. Ich zeige euch ja in meinen Videos zwischendurch immer wieder den einen oder anderen praktischen Shortcut und das nicht ohne Grund. Da erspare ich mir oft nerviges Rumgeklicke und Rumnavigieren. Und wenn auch ihr einen schnelleren Workflow mit Cakewalk haben wollt, dann zeige ich euch jetzt über 50 praktische Tastenkürzel, mit denen ihr garantiert schneller vorankommt. Jetzt bei Mach's dir selbst. Boah, ringt mir die Haare auf. Ja, Hudi, hallo meine Lieben, Andi von Töricht hier. Schön, dass ihr wieder hier dabei seid und ich würde sagen, wir legen gleich los. Falls übrigens irgendein Shortcut bei euch nicht funktionieren sollte oder ihr die Tastenbelegung ändern wollt, dann bleibt auf alle Fälle bis zum Schluss dran, dann zeige ich euch anschließend noch ein paar Tipps und Tricks und so. Grundsätzlich kann ich euch vor allem beim Einstieg die Taste Y empfehlen. Damit startet ihr das Hilfemodul. Und ihr werdet über jeden Knopf und Regler detailliert aufgeklärt. Wie bei jeder anderen Software gibt es ein paar einfache Standard-Tastenkürzel, die überall gleich sind. Steuerung N für ein neues Projekt. Steuerung O, um ein Projekt zu öffnen. Steuerung S speichert euer aktuelles Projekt. Mit Steuerung Z geht es einen Schritt zurück und mit Steuerung Umschalt plus Z oder Steuerung Y einen Schritt vorwärts, also rückgängig, rückgängig machen. Alles markieren kann ich mit Steuerung A, sämtliche Markierungen wieder entfernen mit Steuerung Umschalt A. Auch meine Ausschneiden und Einfügeoptionen sind erstmal gleich. STRG plus C kopiert den markierten Inhalt, STRG plus V fügt den kopierten Inhalt ein und STRG plus X schneidet den Inhalt aus. Problem dabei, es wird immer alles markiert und mitkopiert und es ist manchmal echt doof, vor allem wenn man Automationsbahn hat, die man gerade mitkopieren möchte oder irgendwelche Marker. Deswegen gibt es Inhalt kopieren und einfügen und das macht ihr zum Beispiel mit Steuerung plus Alt plus C. Dann kommt dieser Dialog, da könnt ihr euch aussuchen, was kopiert werden soll. Einfügen könnt ihr dann ganz normal mit Steuerung V, weil ihr habt ja schon ausgesucht, was kopiert werden soll. Natürlich könnt ihr es auch umgekehrt machen und erst ganz normal mit STRG plus C kopieren, dann aber mit STRG plus Alt plus V aussuchen, welchen kopierten Inhalt ihr einfügen wollt. Hier übrigens auf Erweitert klicken für ein Maximum an Optionen. Gleiches gilt natürlich auch für Steuerung Alt X zum Inhalt ausschneiden. Ich habe neben der Spuransicht drei weitere Elemente, den Browser, den Inspektor und die Hauptsteuerleiste. Die brauchen wir aber nicht immer. Um diese drei nun schnell ein- und auszublenden, nutzen wir die Tasten B für den Browser, I für den Inspektor und C für die Steuerleiste. Kommt von Control Unit oder so ähnlich. Apropos Steuerleiste, für die Sachen da oben gibt es auch entsprechende Tastenkombis. Mit der Leertaste starte und stoppe ich die Wiedergabe. Möchte ich dabei ein Metronom, also einen Klick, drücke ich dazu Steuerung und F3. Die Aufnahme starte ich mit F wie Record. Den Klick dazu gibt es mit F3 alleine. Und wenn ich generell mein Metronom einstellen möchte, dann mache ich das mit Umschalt und F3. Ganz zurück an den Anfang des Projekts geht es immer mit der Taste W, wahrscheinlich für Rewind und R ist er schon besetzt. Was ich oft nutze, vor allem beim Aussuchen der richtigen Takes bei Aufnahmen, ist die Funktion mit Umschalt und Leertaste. Da spielt nur die aktuelle Auswahl ab und das ist besonders praktisch, wenn ich zum Beispiel Take Lanes nutze. Ich habe hier eine Vocalaufnahme mit mehreren Takes. Diese sind alle in Take-Bahnen sortiert. Damit ich die jetzt schnell vergleichen kann, teile ich diese zuerst an den entsprechenden Stellen mit einem Cut auf. Das mache ich mit gedrückter Alt-Taste und klicke dahin, wo ich aufteilen möchte. Üblicherweise halt, wenn irgendeine Phrase zu Ende ist. Das geht übrigens mit aktivierter Snap-Funktion, also mit dem Raster, viel einfacher und gleichmäßiger und die kann ich mit der Taste N ein- und ausschalten. Bin ich fertig, klicke ich auf den ersten Clip, quasi oben links,
starte die Wiedergabe mit Umschalt und Leer und jetzt kann ich mit dem Pfeiltasten oben und unten den entsprechenden Take auswählen, reinhören und vergleichen. Denn wir sind immer noch hier. Habe ich den passenden gefunden, dann drücke ich einmal Pfeil rechts und springe zu dem nächsten Part und kann hier wieder vergleichen und das mache ich so lange, bis ich mit allen durch bin. Zum Beenden drücke ich einfach nochmal die Leertaste. Jetzt habe ich mir die besten Schnipsel ausgesucht und die, die mir nicht gefallen, sind praktischerweise gleich deaktiviert. Generell könnt ihr jeden markierten Clip mit K manuell stummschalten oder wieder aktivieren. Möchtet ihr ihn als Loop erweitern, dann auswählen STRG plus L für Groove Clip Loop und dann mit der Maus nach links oder rechts ausziehen. Habt ihr zusätzlich zur Hauptstimme eine Doppelung oder weitere Stimmen, wenn diese schlampig eingesungen sind, hört man das. Und das klingt halt einfach unschön. Markiert einfach den Clip, den ihr anpassen wollt, drückt Umschalt und V und mit Vocal Sync könnt ihr nun ganz fix das Timing an eure Hauptstimme anpassen. Sollte dieses Vocal Sync Fenster abhauen, einfach einen Doppelklick auf den entsprechenden Clip nochmal machen. Dann ist es wieder da. Und für alle Melodyne-User, mit Cakewalk habt ihr es super einfach. Dank der ARA-Technologie markiert ihr einfach alle Clips, die ihr in Melodyne bearbeiten wollt, drückt STRG M und fertig. Ihr könnt übrigens auch scrubben, also den Abspielkopf hin und her bewegen. Den aktiviere ich mit J und dann kann ich mit Klicken und Ziehen mit der Maus vor- oder zurückspulen. Und wenn wir schon in der Spuransicht sind, da komme ich übrigens immer mit Alt und 1 hin, gibt da auch ein paar praktische Shortcuts. Um hier eine neue Spur einzufügen, drückt ihr einfach die Einfügtaste. Das macht euch eine neue Audiospur. Außer ihr habt eine MIDI-Spur markiert, dann wird es eine neue MIDI-Spur. Wollt ihr gleich mehrere Spuren einfügen mit mehreren Optionen, dann drückt Umschalt und Einfüg. Um den Busbereich anzuzeigen, also meine Subgruppen, drücke ich Umschalt B. Nutze ich den Arranger, lässt sich dieser schnell mit der Taste A ein- und ausblenden. Wenn ihr ein Projekt habt, bei dem ihr eine ausgefuchste Tempomap braucht, blendet doch mal mit Alt-T die Tempospur ein, um schnell ein paar Geschwindigkeitswechsel einzuzeichnen. Hier habe ich diesen praktischen Mausmarker, also ich finde den praktisch. Alle anderen können den mit der Taste X aus- und auf wieder einschalten. Wenn euer Projekt mal richtig groß ist mit vielen Spuren, drückt doch mal die Taste F. Damit wird euer Projekt so angepasst, dass alle Spuren sichtbar sind, sofern es natürlich eure Auflösung zulässt. Und möchtet ihr einzelne Spuren oder Busse temporär ausblenden, dann markiert diese und drückt STRG H. Die geben dann aber immer noch Audio aus. Also, nur aus den Augen, nicht aus dem Sinn oder so ähnlich. Alle Spuren und Busse wieder einblenden geht dann übrigens jederzeit mit Umschalt H. Und für mehr Optionen, da drückt ihr H und gelangt direkt zum Spurmanager. Sind die Tracks wieder da, könnt ihr diese Buttons jeweils mit gedrückter Alt-Taste mit M, S oder R an- und ausmachen. Möchtet ihr bei der Wiedergabe einen Bereich loopen, dann den Bereich markieren und mit Umschalt L einen Loop setzen. An- und ausgeschaltet wird die Loop-Funktion mit L. Damit ich im Projekt weiß, was, wo und wann anfängt, setze ich mir gerne Marker. Das mache ich mit der Taste M, vergebe einen Namen und zack, der ganze Song in Parts eingeteilt. Aber ich habe ja noch viel mehr Ansichten in Cakewalk und die erreiche ich alle mit den Ziffern hier oben und der Alt-Taste. Die legen sich alle in meinen Multidock standardmäßig da unten. Und um schnell zwischen Spuransicht und Multidock zu switchen, drücken wir D. Ist euer Multidock übrigens mal so da unten so blöd eizwickt, könnt ihr das mit Umschalt D wiederherstellen. Also, Alt 1 ist hier diese Spuransicht, haben wir ja gerade gehört. Mit Alt 2 geht's direkt zum Mischpult, ist was der Name sagt und reagiert übrigens auch auf die Einstellungen in eurem Spurmanager. Alt 3 wechselt zur klassischen Pianorollenansicht. Mit
Alt 4 öffne ich den Step Sequencer. Dazu muss aber mindestens ein Step Sequencer Clip existieren. Und was man mit diesen Step Sequencers für geilen Scheiß machen kann, das habe ich euch schon in diesem Video gezeigt. Mit Alt 5 geht's in die Matrix-Ansicht und das Ding ist so eine ganz eigene Nummer. Ja, in diese Felder hier könnt ihr Audio- und MIDI-Clips reinziehen und so Patterns erstellen. Und diese wiederum lassen sich dann mit MIDI ansteuern und man kann das Ganze sogar aufzeichnen. Ähnlich wie bei diesen Ableton Live-Dings da. Das Gerät geht sogar mit Cakewalk und der Matrix-Ansicht, also so teils. Und wenn ihr ein Video zur Matrix-Ansicht haben wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Alt 6 wechselt in die klassische Partituransicht. Da werden alle MIDI-Spuren angezeigt, die ihr vorher markiert habt. Alt 7 ist wie diese Scheibe Brot. Alt 8 zeigt euch die Eventliste. Da steht alles drin, was in der ausgewählten Spur so passiert. So sieht zum Beispiel die Liste eines typischen MIDI-Clips aus. Alt 9 präsentiert euch das Synthesizer-Rack. Da findet ihr alle VST-Instrumente, die in diesem Projekt im Einsatz sind. Und euren virtuellen Controller dürfen wir auch nicht vergessen, den gibt's mit Alt 0. Mehr noch könnt ihr jetzt diese ganzen Ansichten in verschiedenen Screensets abspeichern. Ihr habt insgesamt 10 Plätze, die hier auf der Tastatur von 1 bis 0 abgelegt sind. Ein Tippen auf die Zahl ruft das jeweilige Set auf. Will ich eine Ansicht als Set abspeichern, drücke ich die STRG-Taste und die jeweilige Ziffer. Wenn bei euch bei der Wiedergabe das Fenster nicht von alleine weiterspringt, dann drückt doch mal hier oben die Rollentaste. MIDI ganz einfach quantisieren geht mit der Taste Q. Und falls bei euch jetzt irgendein Shortcut nicht funktioniert, kenne ich aus Erfahrung heraus 3 Fehlerursachen. Erstens, hier unter Arbeitsbereiche hast du Basic ausgewählt. Wechsel hier auf Advanced, sonst gehen zum Beispiel die Screensets nicht. Ich kann hier nämlich bestimmte Funktionen in Cakewalk an- und ausschalten. Mit Advanced sind alle aktiv. Zweitens, du hast eine Tastaturbelegung geändert. Das machst du unter Bearbeiten, Voreinstellungen, P-Taste by the way, ganz unten Tastenzuordnungen. Falls die bei euch nicht da sind, dann vorher erweitert anklicken. Hier könnt ihr über diesen Button nach dem Tastenkürzel suchen, indem ihr es einfach drückt, die entsprechende Tastenkombination. Die gewünschte Funktion könnt ihr hier suchen, anklicken und mit Zuordnen verbinden. So könnt ihr euch übrigens eure eigene Tastenbelegungen zusammenbasteln. Vergesst aber nicht, das auch mal zu exportieren und extra abzusichern. Wäre blöd, wenn ihr euch daran gewöhnt habt und bei der Neuinstallation da keinen Export zum Importieren habt. Und drittens, irgendein anderes Scheißprogramm pusht euch dazwischen. Bei mir ging Inhalte einfügen mit Steuerung Alt V nicht und es war alles richtig zugeordnet in Tastenzuordnung. Ich habe ewig gesucht und dann rausgefunden, fucking Evernote hat es als Standardbelegung für Zwischenablage in Evernote einfügen. Kann ich nicht mal ändern, weil ich nur das kleine kostenpflichtige Abo habe. Ich muss Evernote dafür jedes Mal komplett beenden. Danke dafür. Hey, sowas regt mich echt auf, wenn ich eine Software habe, für die ich regelmäßig zahle und dann trotzdem Einschränkungen habe. Deswegen liebe ich mein Cakewalk zum Beispiel. Ja? Es ist voll meine Lieblingssoftware und hier zeige ich euch auch warum. Ja, und da unten haben wir wieder ein Musikvideo zum Chillen. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus. Oh, eher auf die Glatze. Ah, oh, es fühlt sich echt angenehmer.